Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge diese Woche hier noch mit Marco. Eigentlich wollte ich haben, dass er aufsteht und ich wollte dann beginnen, aber Katrina hat dann angerufen. Ich war in letzter Zeit sehr gestresst. Ich habe beschlossen, einen Tag der geistigen Gesundheit einzulegen. Möchtest du mitmachen? Im Steppenhaus. Keine Ahnung, ob ich da mitmachen. Ich schaue einfach mal kurz vorbei. Schauen wir mal, was die gute Dame haben möchte, weil ich meine, so viel Kontakt haben wir ja zu ihr eigentlich gar nicht. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Steppenhaus. Wer ist denn hier zu Hause eigentlich? Holunder. Ah, Holunder. Geistige Gesundheit, wie heißt sie eigentlich? Spar-Event. Holunder, wie kann man hier ein Spar-Event machen? Wer bist denn du? Laurent, Spar-Event. Wie mache ich denn hier Tag der psychischen Gesundheit? Hä, was mache ich da bitte? Anderen Gehirnbluten verursachen? Wer bist du? Habe ich dein Gesicht nicht schon mal gesehen auf einer Polizeipost? nein, das glaube ich nicht. Okay, passt. Gut. Halsschmerzen. Wieso habe ich jetzt Halsschmerzen? Was soll das Blödsinn? Grob vorstellen. Popmusik hören. Mit Liebhaberin sprechen. Sag mal, ist das eigentlich nicht meine feste Freundin? Sollte das nicht eigentlich meine feste Freundin sein? Was steht denn hier? Techtelmechten, kannst du freuen? Karriere und Bildung, Highschool-Abschluss. Ich weiß gar nicht, was sie arbeitet. Feste Freundin, ja. Tiefe Verbundenheit. Und Markus sind durch ein mächtiges Band verbunden, was zu Stärke und Wohlbefinden führt. Okay, wisst ihr was? Ich suche mir jetzt einfach mal hier einen neuen Job. Einer, der möglichst viel rausspringen lässt. Und zwar haben wir da 250, 200, 200, 250. 550, 400, 700, oh. Die haben irgendwas vergessen. Level 5 der Herstellung, 700, 400, 700. Bis Donnerstag. Wir nehmen das hier. Meine Drillinge sind begeistert von deiner Arbeit. Sie folgen dir auf Simstagram und wünschen sich etwas aus deiner Produktion. Sie haben nächste Woche Geburtstag und ich möchte sie mit etwas wirklich Wunderbaren überraschen. Könntest du 3 Stehlampen für die Kinderzimmer meiner Drillinge anfertigen? Ist das dreimal das gleiche oder was? Nee. Wir machen das mit den Drillingen. So, dann könnten wir jetzt aber gleich hier die Zeit nutzen und schauen, ob wir hier vielleicht mit einem Kunden chatten können gleich, wenn wir schon da sind, ja? Danke, dass du mich hast. Ich vermisse dich so sehr. Alter, wieso sprichst du mit ihr? Ich dachte, du sprichst mit deiner Freundin. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? So. Lässt du mich bitte ran? Warte mal, kann ich dich da irgendwie weg... lustig vorstellen. Okay, es geht. Ja, danke. Unbehagliche Begegnung vom Telefonieren. Wo kann ich mich verstecken? Feeling unsure. Something went wrong. And it's kinda killing the mood. Okay. Halsschmerzen. Respektvoll vorstellen. Ein Flohmarkt findet statt. Okay, den lassen wir aber. So, wenn wir das hier dann erledigt haben, werden wir schon hier rumeiern müssen. Nibs Jabin Bonwasa. Okay, wir haben uns jetzt vorgestellt. Spreche über Planung, sehr unwohl. Warum fühlst du dich eigentlich unwohl? Simba Wanj. Grinne Hispala. Sawada Nuloy. Denka. Das Jugendfest, Pläne nach Tagfragen. Tagfragen.
Okay. So, wir haben jetzt aber das mit den Kunden haben wir gleich besprochen. Mit der Mami da telefoniert, also gechattet besser gesagt, und dann gesagt, ja, was willst du denn genau haben? Gut, das beenden und wir zischen gleich ab. Und zwar in unsere Produktionsstätte. Aha. In unsere gute Produktionsstätte. Und dann werden wir hier mal das Produkt verwerfen. Genau, wie geht es denn dem hier eigentlich? Kann ich hier irgendwas sammeln? Gar nichts. Maden füttern. So, anfertigen. Wir brauchen Tischlampe. Was will sie? Stehlampen haben wir, oder? Stehlampen mit dem Fabrikator. Ja, wo haben wir denn die Stehlampe? Achso, wir haben ja zwei verschiedene, gell? So. Moss, Quetzal, Zimmer. Dann gehen wir mal unserem Beruf nach. Ich hoffe, dass das Ding halt nicht rumspackt. Oh. Ah. Was haben wir eigentlich für eine Fähigkeitenstufe 5? Und irgendwas hatte ich letztens mal nachgesehen, welche Stufe wir brauchen. Also ich habe gesehen, man kann mit dem Ding auch Betten herstellen. War Heimfabrikator. Okay, mit Stufe 6 kann ich ein Einzelbett herstellen und mit Stufe 7 dann ein Doppelbett. Okay. Dann wollen wir mal darauf hinarbeiten, hätte ich gesagt, oder? Jetzt müssen wir eh hier ein bisschen herrichten. In der Hoffnung, dass das Ding nicht rumspackt. Wir könnten aber aufsprudeln nebenher auch noch machen, gell? Okay, wenn wir das Ding hier fertig gemacht haben, werden wir da nebenher noch ein bisschen was aufsprudeln. Damit wir das auch gemacht hätten. Okay, das heißt, einmal hätten wir es fertig gemacht. Oder? Ja, eine Stehlampe haben wir jetzt. Okay. Dann Drachenfrucht, die lassen wir noch. Karotte, Tomaten, Weintrauben. Wir haben jede Menge Weintrauben. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal hier reingeben. Hey! Hey! Und zum Aufsprudeln von Wasser beginnen. Wasser kann günstiger in größeren Mengen hergestellt werden als Sprudel und Saft. Was machst du denn? Da bleiben! Du musst doch noch eine Stehlampe anfertigen. Jetzt werden wir noch eine andere Stehlampe hier anfertigen. Die von den Materialien her kosten die eh genau gleich viel, das ist eh wurscht. Mit Aufsprudeln von Wasser beginnen. Das verstehe ich gerade. Aber, genau, das werden wir danach aber am nächsten machen. Genau, weil das arbeitet jetzt erstmal. Das arbeitet jetzt erstmal und dann müssen wir eh noch was herstellen. Katrina, wir werden heute das Wasser genießen. Willst du mit uns kommen? Nein, ich habe zu tun. Ich habe hier einen Job angefangen und den müssen wir, den brauchen wir unbedingt hier. Flohmarkt. Müll oder Schatz einkaufen. Was haben wir noch? Jugendfest. Nee, wollen wir beides nicht. Ich hoffe halt, dass das Ding echt nicht durchdreht, weil das ist ja immer so eine, keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ding durchdreht. Alter, was ist mit ihr? Ich habe dir gerade Geld geschickt, das ich dir seit langem schulde.
90 Simoleons habe ich dir gegeben. Irgendwann mal, angeblich. Okay. Red Cheeks. Marco is feeling embraced and everyone can see it on their face. Okay. Habe ich jetzt die Stehlampen eigentlich hier drin? Neb. Neb. Neb, 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 neb. Denkst du gerade an mich? Ja, natürlich denke ich gerade an dich. Ich denke die ganze Zeit an dich. Nicht bereit. Und was ist mit den Viechern hier? Satt. Sehr satt. Sehr satt. Sehr satt. Okay, das heißt, füttern brauche ich sie jetzt auch nicht. Ich muss mir so ein Ding wahrscheinlich mal zu Hause hinstellen von den Scheißinsekten. Damit ich hier mein Ding auch machen kann. Kerzen kann ich hier herstellen. Die Herstellungsfähigkeit kann ich auch hier fertig machen. Beziehungsweise haben wir jetzt dann eh gleich ein weiteres Level. Okay, das ist fertig. Wie schauen wir hier aus? Hier schauen wir auch relativ gut aus. Warte mal, wir werden jetzt mal hier eben nach Kompostierpaare und nach Einrichtung wühlen. Das machen wir jetzt mal zwischendurch. Damit das hier fertig ist, damit ich das dann nochmal starten kann. Was ich nicht verstehe, das sind doch eigentlich hier so Hexen, gell? Also sie, die Elphaba, dann der Mann von der Katrina ist ja eigentlich auch ein Hexer. Alter, geh nicht an. Okay, der ist ja eigentlich auch ein Hexenzauberer, so muss man sagen. Ein Zauberer ist er ja eigentlich. Wieso sieht man die eigentlich nie rumzaubern? In Sims 3 hast du die Leute immer ein bisschen rumzaubern gesehen. Nach Zeilen plündern, wegwerfen, Blumen stampfen, plünder mal die Teile daraus. Und in Inventar reingeben. So, gut, dann ist es jetzt fertig. Dann kann ich das hier mal entnehmen. Ah, seht ihr, das Altding, Materialding habe ich gar nicht herstellen können, gell? Halsschmerzen vom Wetter. So, Sprudel mit Weintrauben. Prozent. So, dann hinzufügen. Wie ist das eigentlich geworden? Ja. Und sprudeln mit Wasser beginnen. Keine Ahnung, warum das vorher nicht geht. Wenn wir das hier jetzt entfernen. Und wo ist das? Hier. Normal. Ein Tag bis verdorben. Ich könnte es aber auch einfach mal hier stehen lassen und mal gucken, was passiert, gell? Haben wir hier irgendwo... Nee, wir haben keinen Tisch, gell? Aber ich könnte eigentlich einen Tisch herstellen. Nee, ich werde hier nicht meine Materialien vergeuden. Oberflächen. Packs. Nachhaltig leben. Kaffeetisch. So ein Riesentisch. Nee, einfach nur so ein kleiner Beistelltisch. Genau, sowas bräuchte ich einfach nur. Oder? Nee. Dann nehmen wir halt zwei solche, oder? Nee, es geht auch nicht. Wieso geht das nicht? Ah, okay, dann nehme ich nur einen so ein. Okay. So. Dann werden wir hier anfertigen.
Ja, ich habe leider nur die zwei Stehlampen, gell? Tischlampen. Stehlampen. Hat sie eh Stehlampen gesagt? Ja. Dann, wenn wir einmal Farbstoff verwenden, nee. Die sind mir noch zu hochheilig. Ich weiß, du willst duschen. Du kannst auch gleich duschen, aber erst wenn du dein drittes Teil hier fertiggestellt hast. Dann müssen wir gucken. Dann kannst du nachher, wenn du das fertiggestellt hast, gerne duschen gehen. Ja, wir haben einen Levelaufstieg. Sehr schön. Kurze Dusche, erfrischende Dusche. Warte, willst du vorher aufs Klo gehen? Dann kannst du dir eine erfrischende Dusche gönnen. Ich hoffe, dass hier alles gut geht. So, nimmt das irgendwer? Ich bin echt gespannt, ob das hier irgendwer nimmt. Also, ob sie sich da was rausholen. Das würde mich interessieren. So, anfertigen. Jetzt haben wir hier, genau, angefertigtes Einzelbett können wir jetzt machen. Mit Schwarz und dem komischen Hühnertritt-Dingsdorf Farbstoff. Genau, das wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken, ob ich irgendwie den Farbstoff herstellen kann. Auch das wäre ja richtig interessant, weil ich meine, wir haben Obst, Gemüse, wir haben Pflanzen. Früher sind ja die Farbstoffe auch aus Pflanzen hergestellt worden, beziehungsweise auch aus Mineralien. Das wäre eigentlich voll cool, wenn sie das hier auch mit eingebaut hätten. Aber ich befürchte fast, dass sie das nicht gemacht haben. So, jetzt habe ich hier dreimal hergestellt. Sehr schön. Sehr schön. Gut. So, ihr kümmert euch um die Dinger hier. Warte mal, wie viel Kompost habe ich denn jetzt hier drin? Müllhaufen. Recycelter Müllhaufen. Komposthaufen. Speisereste. Okay, das muss ich dann auch mal machen hier. Aus Inventar recyceln. Und zwar den Komposthaufen lassen wir nun. Wir machen hier 7-mal Müllhaufen, weil das ist eh ekelhaft. Recycelter Müllhaufen machen wir auch weg. Und die Speisereste räumen wir weg. So. Er hockt hier am Pott oder was? Okay, er hockte. Das, also ich glaube, das habe ich schon ganz gut geregelt, also gelöst eigentlich, dass man sich hier auch duschen kann. Die Frage ist jetzt nur, warum schaut es hier so dunkel aus? Habe ich das vergessen einzufärben? Nö, das ist eingefärbt, okay. Eine riesige Dusche, damit man sich öffentlich duschen kann. So, und der ist jetzt besetzt oder was? Ja, ist. War klar, du kannst dir nicht den gelben aussuchen, gell? Nee. Wir müssen unbedingt den nehmen, den ich mir ausgesucht hatte. So, 7, 6 und so. 16 Sommerpflanzen, willst du mich verarschen? Winterpflanzen haben wir echt zu viele. Hä, wo hat der die ganzen? Wo ist das? Moderne Entwicklung. Aha, die letzte und spannende Modernisierungsmaßnahme in Port Promise haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Wir haben ein Team lokaler Künstler damit beauftragt, den Raff der Raffinerie einen
lebendigen neuen künstlerischen Look zu verpassen, mit einem farbenfrohen Mauerwerk rund um das Gebiet, lebhaften Kunstwerken, die den Fußweg säumern und einem lustigen Trio Void-Kreaturen, die auf dem Tank gemalt wurden, haben die Künstler sich wirklich selbst übertroffen. Und damit ist unsere Umgestaltung abgeschlossen. Auf zu neuen Taten in Port Promise. Aha, okay. Das heißt, wir sind hier jetzt eigentlich fertig, oder was? Oder wie verstehe ich das? Verstehe ich das richtig? Ich kann es mir nicht erklären, irgendwie so ein bisschen. Was ich jetzt nicht weiß, ist... Wieso sind die Sachen hier noch im Inventar? Ist das jetzt gleich weg? Ah, okay. Oh, wow. Okay, das ist einiges. So, gut. Dann haben wir jetzt alles... Achso, warte. Entnehmen. Unseren Saft will keiner haben. Echt jetzt? Okay, dafür habe ich jetzt mit einem Hauch Wasser, mit einem Hauch Weintraube. Echt jetzt? Alter. Das mit einem Hauch Weintraube nämlich. Ernsthaft? Was ist das jetzt? 12. Okay. Warte mal, kann ich da noch irgendwas machen? Kann ich das irgendwie anbieten? Flasche nehmen, nee, ich kann da nichts anbieten. Okay. Dann würde ich sagen. Und was geht jetzt? Ich liebe es zu chatten. Okay. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. 18 Uhr, 19 Uhr. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wir gehen jetzt nach Hause. Schicken dann unsere Sachen weg. Kassieren das gleich mal ein am gleichen Tag hier. Gib ihm, gib ihm. Obwohl wir eigentlich bis Donnerstag Zeit gehabt hätten. Gell? So. Achso, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Wo sind denn jetzt die Sachen? Oder im Haushalt. Okay, Sende ist zum... Okay, so, Haushaltsinventar. Ja, gar so viel Zeit habe ich nämlich gar nicht. Ach, hier ist noch einiges. Alter, wieso habe ich denn da so viele? Okay, keine Ahnung. So, das heißt, ich muss das jetzt hier herstellen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann kann ich jetzt sagen, genau, zum Kunde schicken, zum Kunde schicken, zum Kunde schicken. Beeindruckend. Beeindruckend. Lampen sind zauberhaft. Meine Kinder werden sie lieben. Beeindruckend. Okay, alles beeindruckend. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Verdammt. Verdammt! So, gut. Was haben wir hier gemacht? Veredeln, alle gießen. Düngen. Wieso kann ich das schon wieder düngen? Düngen mit Komposthaufen. Alter, das ist voll schwer. Obfrüchte. Wieso kann ich hier... Warum gibt es dann die Ob... Achso, warte mal. Ah, stopp. Stopp, 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 stopp. Sojabohnen, okay.
Warte, wir müssen hier jetzt nochmal. Nein. Wir bitten nochmal um eine Verabredung. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich hier eigentlich was hergerichtet hatte. Das wird jetzt meine Dinge wieder ein bisschen sprengen, aber ist wurscht. Also es ist 8 Uhr bei denen vorbei. So, und zwar gönnen wir uns heute hier ein ganz teures Restaurant. So, wir gönnen uns hier ein ganz teures Restaurant und zwar sagen wir hier am Tisch bitten. Bist du eigentlich fein angezogen? Momentan nicht, momentan ist hier draußen, gell? Wie steht die Köchin? Tomoko Sakamoto. Wie siehst du aus? Siehst du auch so Moto-mäßig aus? Na, es geht. Room Bitte einen Tisch für zwei. Bitte. Ja, wir haben sogar noch einen frei. Kampo, Es ist sehr vieles hier noch frei, aber so ist. Who's that? Hector Laurent. El Faber. Aha, wir werden hier nach oben gebracht. Ach, das ist meine. Oh. Ich denke mir so, okay. So, über Essen plaudern. Dann lassen wir uns gleich mal hier auf den schmalen Tisch bestellen. So. Hennevoi. So, und zwar trinken wir einen guten Wein und wir essen. What the fuck? Keine Ahnung, warte mal, glasierte traditionelle Bambusrolle. Das kann sie essen. Und ich krieg hier laktosefrei, vegetarisch laktosefrei. Was krieg ich denn? Ahi-Würfel mit vegetarischer Wasabi-Matrix. Honigwaben-Gartengemüsekelch. Das probiere ich mal. Ist das auch vegetarisch? Ja, da ist ziemlich viel vegetarisch, irgendwie laktosefrei. Ah, wurscht. So, 134 Euro, das kostet schon. Ich hoffe, dass wir nicht ganz so lange brauchen. Was machst du? Wo gehst du hin? Was geht denn jetzt ab? Simba Kapoor. Moira. Was geht denn jetzt ab? Wieso ist sie, wieso Oh. sind da eigentlich Leute dran, da, die gar nicht wirklich. Ja, wurscht. So, Verabredung, eine Geschichte erzählen. Dann werden wir dir mal eine Geschichte erzählen. Eine fesselnde Geschichte erzählen, dann wollen wir über das Essen plaudern. Wie geht denn das? Fragen, liebevoll Passe Essen Neu Florid, Masplina, Brücken So, wir werden dann mal zwischendurch den Tag verschönern. Squamish Und kann hier Nibbanoo über Essen reden. Dag, dag. Vom ausgehobenen Saft schwärmen. Ah, so. Samba. So. Tiefgründige Unterhaltung, keine Ahnung, über Essen plaudern. Oh, okay. Das habe ich jetzt vorher gar nicht gesehen, dass ich das sowieso machen sollte. Lissarack. Ich habe keine Ahnung, was ich da hier dramatisches Oh, Rishi. Sprüche, Planung, Tratschen, Schmeicheln. What the fuck? Über Kochen reden, über Interessen reden, das sollten wir mal machen. Ich würde ja gerne herausfinden, als was sie eigentlich arbeitet und so, gell?
Ratschen, schmeicheln. Alter, beiden geht sich so gut. Über egoistische Sims beklagen, über kalte Temperaturen reden. Ich habe keine Ahnung, was ist eigentlich hier, wie soll ich tiefgründige Gespräche und Verabredungen führen? Gespräche, achso, zwei gleich, okay. Wo ist es denn? Da, tiefgründige Unterhaltung. Sibuna Torbel Farbe. Piguna. Karshin. Oh, Pimpini. Ah, okay, sie ist ein Bücherwurm. Nibor. Aha. Mangel da kreative Visionen und Ausdrücken. Okay, das Date läuft ja bisher schon mal nicht schlecht. Das haben wir dann gleich mal hier erledigt. Ich weiß zwar nach wie vor noch nicht, wie ich hier eigentlich irgendwie über Essen reden kann. Ist das hier draußen? Hab ich noch gar nicht geguckt. Nö. Kann man das hier irgendwie? Wieso kann ich dich eigentlich nicht kennenlernen? Dramatische Geschichte erzählen, fressende Geschichte erzählen. Über Essen plaudern. Kompliment über Outfit machen. Das machen wir mal. Du bist so hübsch. Bewunderung ausdrücken. Geschichten über den Tag fragen. Wie war dein Tag so? Dag, Dag. Wie hast du denn so verbracht? So, so. Ich glaube, dann werden wir hier mal zwischendurch ein bisschen flirten. Nach Vorlieben der Attraktivität fragen. Was können wir da auch machen? What's up, Jim? Ah, bon bedoy. Fruit Simba. Oh. Oh, laugh it now. Walk to slay. Ich mag Männer mit Hüten. Echt, jetzt muss ich mir einen Hut zulegen. Was geht denn jetzt ab? Was macht ihr denn? Ihr Schöne? Repsi. Oh, ja, der Welk, Schirscher. Will ich das überhaupt sehen? Nein, das will ich nicht sehen. Okay, die vergnügen sich erstmal so in der Zwischenzeit. Das Essen ist genau lange nicht da. Alter, wie lange brauchst du denn? Das ist unser Essen. Oh, unser Essen ist da. Wir können hier aufhören. Okay, warte mal, unser Essen ist da. Na, nicht bezahlen, Essen bezahlen. Ah, warte mal. Hier abfotografieren. Hör auf, mit ihr zu plaudern. Können wir nicht hier uns zusammen hinsetzen? Hier zusammen hinsetzen, genau, damit sie nämlich mitkommt, bitte. Und dann werden wir unser Essen hier abfotografieren. Oh, das schaut echt lecker aus. Das schaut richtig lecker aus. So, und dann werden wir das Ganze essen. Feinschmecker-Kochfähigkeit haben wir gerade erlangt. Okay. Essen und trinken. Genau, sie trinkt auch schon. Wunderbar. Das muss ja... Ach, hätte Marco doch nur Level 5 der Kochfähigkeit besessen, dann hätte er auch lernen können, diese experimentelle Speise zu Hause zu kochen. Oh, Mist. Was? Level 5 der Feinschmecker-Ding? Nein, nur die Kochfähigkeit. Wie weit sind wir denn im Kochen? Kochen, 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 kochen. Drei. Ja gut, okay, wenn wir immer essen gehen, ist klar. Gell? Wenn wir hier aufräumen, trinken. Okay, trinken tun wir noch. Willst du nichts essen, meine Liebe? Alter, also, sie quatscht viel lieber mit den anderen. Was geht mit ihr? Oh, Bisha. Free Bono. Wangle Fruit Deuce. Bamboo! Squarble Tarbahe Farbina. Lissarak. Orbitok. Oh, Avine. Etzna. What the fuck?
Schnug. Also ich denke mir gerade so, ein bisschen zuschauen und zuhören, was die, wie die so, wie es denen so geht und so weiter, und dann lässt die voll ein ab hier mit den Rüpfen. Toni Sarps. Imke Floof? Bimo. Rina. Da könnte man eigentlich noch Stühle hinstellen bei dem Tisch, gell? Dann könnte man da zu viert auch sitzen. Okay, dir geht's absolut nicht gut. Ja, wie gesagt, das mit den Katzen, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, ich sollte da vorher scheint ein paar Drinks zu viel getrunken zu haben. Alter, also, das war ein Glas. Aber ich sollte, glaube ich, vorher mit Marco vorher umgezogen sein. Und dann kann ich sie fragen, ob sie zu mir zieht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Was geht denn jetzt ab? Als war er gemein zu ihr, oder was? Er hat wieder Blähungen oder was, gell? Ja, was hat er jetzt? Halsschmerzen? Ohrinfektion? Alter, was kriegst du denn immer? Tadelloser Tropfen. Okay, weißt du was? Es wäre, glaube ich... Achso, es ist... Wenigstens hat er sie jetzt zum Schluss noch zum Lachen gebracht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich werde hier jetzt wieder einen Cut machen. Sie hatten eh noch ein schönes Date zum Abend. Ein schönes Abendmahl und... wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.